Guten Morgen, meine lieben Forex-Freunde an dieser Stelle. Heute am Dienstag, dem 12. Januar. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum heutigen JFD-Devisenradar. Wir wollen wieder den Markt betrachten und haben hier schon einige starke Bewegungen am Morgen sehen können. Insbesondere die neuseeländischen und australischen, sprich ozeanischen Währungspaare, also der Australdollar und der Neuseeland-Dollar hier mit starken Bewegungen. Es gab dazu in der Nacht ja, Konjunkturdaten aus Japan, aber auch hier aus Neuseeland ein Rohstoffpreisindex. Diese Daten letztlich hier summa summarum wohl im Sinne einer negativen Interpretation hier vom Markt aufgenommen. Und die Gewinne des gestrigen Tages werden hier zu Großteilen relativiert. Wir sehen hier auf der Südseite gerade Australdollar-Yen. Australdollar, US-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar hier ganz klar im Rückzug. Und das führt aber den Australdollar gegenüber dem US-Dollar in eine interessante Ausgangslage. Wir schauen mal kurz auf das große Chartbild hier auf Wochenbasis. Da ist unschwer zu erkennen, dass wir hier die große Topbildung ja, 2011 bis 2013 fulminal nach unten aufgelöst haben. Hier diese Unterstützungszone 0,7135 ist noch nicht ganz an ACTA zu legen, aber wenn wir uns hier mal in den Chart reinzoomen, insbesondere der schwache Start in den Januar hat hier letztlich das Chartbild deutlich eingetrübt. Wir hatten hier zwar schon definieren können, dass es eine Widerstandszone gibt im Bereich um 0,73. Machen wir direkt jetzt nochmal dingfest im Chart. Aber dass der Markt eine so dermaßen große Schwäche zeigt, davon war grundsätzlich nicht auszugehen. Sie sehen hier diese Aufwärtsbewegung seit den September-Tiefs, seit den Mehrjahrestiefs, wohl bemerkt, in Form dieser dann auch hier skizzierbaren Aufwärtstrendlinie ist klar unterschritten worden und insofern das technische Bild hier deutlich eingetrübt. Wir hatten auch hier oder haben jetzt hier die Situation tieferer Hochpunkte eines neuen Verlaufstiefs. Ergo hat hier der Markt das Level beziehungsweise hier die Preisaction nach unten aufgelöst. Aber das Interessante ist jetzt in dieser gegenwärtigen Situation, dass der Markt hier an einer Unterstützungszone angelangt ist. Der Bereich hier um 0,69, 60, 0,69, 50. Diese Unterstützungszone diente hier schon im September, Ende September, als Sprungbrett für wieder anziehende Notierungen. Und genau dieses Level ist es, wo praktisch der Preis auch hier in der letzten Woche nach unten anstieß, anlief, sich hier zunächst stabilisierte. Gestern, wie gesagt, die starke Erholungsbewegung sehen wir mit dieser Handelskerze und heute ein Stück weit Relation. Aber das Level hier ist aktuell mal nicht so uninteressant. Das heißt, von diesem Niveau ausgehend kann es hier zu einer technischen Gegenreaktion kommen. Deswegen der Australdollar hier in einer sehr, sehr interessanten Ausgangslage, die man hier durchaus auch noch ein Stück weit näher beleuchten sollte. Das tun wir jetzt. Wir haben hier auf Tagesbasis ein Widerstandslevel zu identifizieren hier im Bereich 0,71 bzw. diese Zone. Wir machen das mal mit einem Horizontalstrich. Sup. Dieses Level knapp um 0,71 ist es, was hier kurzfristig als Ziellevel angesehen werden kann. Also hier eine technische Erholung ist nicht ausgeschlossen. Wenn es dazu kommt, dann muss man beachten, was der Preis hier macht. Grundsätzlich haben wir von der Saisonalität hier nicht viel zu erwarten. Hier Wochenstatistik heute leicht positiv. Wir sehen aber einen negativen Tag gestern. Das war ein positiver Tag und man sollte hier mal ein Stück weit im Hinterkopf lassen, der Montag ist für den Australdollar generell während der letzten 52 Handelswochen ein positiver Tag und da gab es gestern im Prinzip noch einen obendrauf. Aber zur Saisonalität, da will ich jetzt hinkommen. Sie sehen, dass wir grundsätzlich stürmische Tage vor uns haben. Bis Anfang Februar zeigt die Saisonalität ganz klar nach unten. Also von dieser Seite bekommt das Währungspaar keine Unterstützung, keinen positiven Bias. Man sieht, dass der Preis hier sichtliche ja, Schlagseite schon hat. Und sollte es zu einer Erholung kommen, dann könnte es theoretisch von diesem Niveau ausgehend in Richtung des Ziellevels 0,68 gehen. Dieses Ziellevel leitet sich anhand früherer Jahre ab und das ist ein Niveau, von dem man hier durchaus noch ausgehen muss, gerade im Sinne der negativen Saisonalität. Grundsätzlich aber kurzfristige Erholung möglich und wenn es nicht dazu kommt, dass der Preis um 0,71 stoppt, ja, dann könnte es sogar hier auch noch mal zu einem deutlicheren Aufwärtsschub kommen. Das aber wie gesagt nur die B-Variante. Mittelfristig weitere Preistiefs werden hier auf jeden Fall zu begrüßen. Legen wir aber noch mal kurz die Fibos an.
Auch um das ein Stück weit einzufangen, wir haben hier im Prinzip das Local Low vom Montag, hier das letzte Reaktionshoch und da sehen wir auch hier, befinden wir uns zwischen dem 38er und 50er Fibonacci Retracement. Soll heißen, wenn der übergeordnet schwache Trend und jetzt der unlängst aufgrund neuer Bewegungstief eingeleitete kurzfristige Trend wieder aufgenommen werden sollte, dann ist es genau diese Zone, die ich hier entsprechend markiere, wo das Währungspaar wieder drehen sollte. Wenn das nicht passiert, oberhalb von 0,71 darf man von mehr ausgehen. Da kann der Preis dann durchaus noch weitere Hochpunkte markieren. Aber bei 0,71, und das ist im Prinzip so der Hintergrund der Idee, muss man davon ausgehen, dass der Preis eine Pause macht und wieder nach unten abdreht. Kurzfristige Erholungschancen sind aber gegeben, sofern hier der Preis nochmal die Action spielt, der hier im September vollzogen hat. Grundsätzlich ja Euro-US-Dollar auch nicht unbedingt sehr, sehr negativ zu sehen, aber wir hatten den Euro-US-Dollar gestern im Radar. Das sind wir hier in einer großen Range zwischen 1,082, 1,10 und das insofern auch hier keine Unterstützung für den Australdollar. Schauen wir mal kurz in den Stundenchart. Da ist im Prinzip schon viel gelaufen. Wir haben beim Australdollar heute schon 65 Pips zurückgelegt. Das ist noch nicht ganz die True Range. Da bewegen wir uns im Schnitt zwischen 90 und 100 Pips. Sehen wir hier im Stundenchartintervall die Schwäche seit der Nacht. Wir sind unterhalb des Pivot Points. Grundsätzlich Erholungen hier fast schon immer wieder verkaufenswert. Man könnte davon ausgehen, wenn wir hier über den Pivot Point ansteigen, 0,6986, ja, dann darf es ruhig nach oben gehen, aber der Weg ist steinig, zumal man auch hier kurzfristig bereits eine Abwärtstrendlinie in den Chart ziehen kann. Und unterhalb dessen hier auf Stundenbasis bleibt das Bild ohnehin angeschlagen. Also aktuell mehr oder weniger eine technische Reaktion aufgrund der jüngsten Verluste, aber so richtig bullisch wirkt das hier mal überhaupt nicht. Gehen wir aber nach oben raus über diese Trendlinie, insbesondere auf Sicht mehrerer Tage, dann wäre wie gesagt hier oberhalb von 0,69. 90, 0, 70, hier durchaus eine Performance bis 0,71 möglich und da haben wir dann letztlich das Widerstandslevel hier auf Tagesbasis vorzufinden, wo der Preis dann letztlich sich erstmal orientieren müsste. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es im Prinzip gewesen für den heutigen Radar mit Blick auf den Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Ich wünsche Ihnen heute ein glückliches Händchen beim Handel und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen zum nächsten Radar wieder. In diesem Sinne, Ihr Christian Kämmerer und Tschüss.